Weltcup-Finale in die USA geht. Da ist sie Isabel Wirth. 12-mal hat sie hier den Master-Titel gewonnen. Der Master, der ja im Grand Prix Spezial am Sonntag ausgetragen wird. 6-mal hat sie auch schon die Kür hier gewonnen. Aber noch nie war sie hier mit Weihegold am Start. Weihegold, ihre Partnerin von den Olympischen Spielen in Rio, Mannschaftsgold und Einzelsilber gab es. Und mit diesem Pferd hat Isabel Wirth in Lyon bei der zweiten Weltcup-Station dieses Jahr zum allerersten Mal in ihrer Karriere die 90% erreicht, nämlich in der Kür. Und was hat sie nach der Kür gesagt? Das war toll, hat sich super angefühlt, aber da kann ich immer noch an dem Mini-Mini-Stellschräubchen und an dem Mini-Stellschräubchen ein bisschen was drehen. Und das hat sie sich mal ganz sicher hier für Stuttgart vorgenommen. Das war einfach schon ein tolles Rückwärtsrichten. Sie mögen jetzt denken, ich flippe hier aus. Aber so in der Balance, so im Takt, nicht zu groß im Ablauf, nicht zu klein, nicht zögerlich, trotzdem gut in der Anlehnung, das hat man nicht oft. Sie ist nicht unbedingt das Pferd, jetzt verrate ich natürlich kein Geheimnis, was hier mit der absoluten Bewegungsgewaltigkeit irgendwie beeindrucken würde. Sie beeindruckt durch, guck mal, durch ihr Engagement, viel auch durch ihr Interieur natürlich, immer voll dabei, durch Piaffen wie diese, auf der Stelle, im Gleichmaß, absolut in der Balance, auch während der Piaffe. Ja, ich glaube, dass ich für viele von uns spreche. Wir wussten alle immer, dass das ein tolles Pferd ist, aber dass die sich so entwickelt, verblüfft wahrscheinlich, glaube ich, nicht nur mich. Vom Fleck weg in die sehr engagierte Passage. Oh, oh, oh. Upsalalda. Na. So, kurzes Missverständnis. Ich meine, auch sie ist noch so ein bisschen übereifrig hier fast unterwegs. 11 ist sie ja nun auch erst. Sie ist ja nun alles andere als ein alter Hase. Und wir wissen ja auch, dass Isabel Wirth sie im Grunde erst komplett Anfang diesen Jahres übernommen hat. War natürlich immer in die Ausbildung involviert. Aber dann ganz komplett in den Sattel gestiegen, erst Anfang dieses Jahres. Auch so ein bisschen kribbelig, ne? Das sieht man gerade jetzt im Galoppablauf schon. Da wird sie so ein bisschen kürzer, so ein bisschen knapp im Durchsprung.
Da hat es ein bisschen gezaubert, die Isabel Wirth. Ne? Sie haben gesehen, die hat während der Einerwechsel abgeschnaubt. Da muss man da oben schon wirklich ganz viel Gefühl und ganz viel Technik haben, um das dann doch sicher nach Hause zu reiten. Wow, das war ja eine nahezu perfekte Pirouette. Das ist natürlich hier jetzt mal. Es ist eine kleine Gratwanderung, ne? Die ist schon an. Jo, Isabel Wirth, die nochmal den Blick zur Seite wirft, damit sie auch am Punkt. Guck doch mal. Halleluja. Puh, Schlusslinie vom Feinsten. Hoffentlich hat sie es nicht gehört. Noch sind sie ja nicht im Ziel. Ah, siehste? Hätte ich es nicht gesagt. Das ist schon spannender Sport hier, meine Herren nochmal. Und diese Spitzenpferde, die uns hier zeigen, wir sind keine Maschinen, wir wollen auch geritten werden. Das macht das Ganze eigentlich noch sportlicher. Isabel Wirth und Weihegold. Übrigens, das ist ein Pferd, was hier in der Stuttgarter Schleierhalle den Otto-Lörke-Preis verliehen bekam. Sie wissen, das kriegt immer hier in Stuttgart das Pferd, was dem DOKR-Dressurausschuss in der Saison als vielversprechendstes Nachwuchs-Grand Prix auf Pferd aufgefallen ist. Das war Weihegold und dann im letzten Jahr Emilio. Und genau die zwei Otto-Lörke-Pferde, 2 von 13. Ihr wurde hier schon 13 Mal für das Nachwuchspferd. Das geht dann immer nicht nur ans Nachwuchspferd, sondern ans ganze Team der Otto-Lörke-Preis verlieren. Und sie sagt ja selber, das ist mir eigentlich ein ganz besonderes Gefühl, 13 verschiedene Pferde so in den Grand Prix-Sport gebracht zu haben. Und wie gesagt, Weihegold ist eine davon. Emilio hat sie dabei für den Spezial. Mit dem hat sie ja schon im vergangenen Jahr hier den Spezial gewonnen. Isabel Wirth und Weihegold. Da ist sie, Monika Theodorescu und natürlich auch Madeleine Winter-Schulze. Ich will immer nicht sagen, eine Mäzenin von Isabel. Es trifft den Punkt nicht. Es ist eine Freundin, die natürlich Isabel Wirth seit sehr vielen Jahren vehement unterstützt. Oh. Das muss man einfach mal genießen. Das muss man doch einfach mal genießen. Hammer. Oh, 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 jetzt lehnen sie sich aber aus dem Fenster. Hei, hei, hei. Die Spectator Judging App haben sie sich runtergeladen, viele von ihnen mitgerichtet. Und sie setzen dieses Paar an die Spitze mit 80,3%. Wir warten auf die Wertung durch die Richter und dann kommen wir hier zum letzten Paar. Ja, es ist spannend. Es ist spannend. So, Achtung. Ich werde wahnsinnig. 84,34. Und jetzt ist das hier natürlich eine Latte. Halleluja. 84,34. Wir haben diese nahezu perfekten Piaf-Passagetouren gesehen, die da ganz sicher einen riesen Anteil dran haben. Diese für mich, wie wir sie jetzt gerade noch mal sehen, nahezu absolut perfekte Pirouette. Ich würde gerne mal wissen, was sie für diese Pirouette gekriegt hat. Speziell die erste fand ich grandios. 84%, das ist ein Riesenergebnis. Und ich schließe mich jetzt mal Isabel Wirth.